Das ist keine Ausrede, hat Mannheims Trainer Patrick Glöckner vor der Partie gesagt. Und dennoch die Voraussetzung, alles andere als gut. Leidenschaft will er sehen und die bekommt er schon von Kapitän Marcel Seger vor der Partie. Fünf neue stehen aufgrund von Corona in seiner Startelf. Neben Bartels im Tor sind auch Sommer, Seger, Donkor und Russo neu von Beginn an dabei. Spielminuten haben alle in der dritten Liga, aber bereits genug. Glöckner, ja ein Trainer, der öfter rotiert. Sein Team in Blau-Schwarz dennoch gleich mit einem guten Beginn. Schnatterer, Kostli und dann nochmal Schnatterer. Beide sind übrigens in dieser Trainingswoche komplett dabei gewesen und fit. Es sind 8 Minuten in Mannheim gespielt. Patrick Glöckner darf mit dem Start zufrieden sein, zumal seine Jungs von hinten bis vorne weitermachen. Hellwach auch Torhüter Bartels. Er immerhin auch schon mit einer Partie in dieser Saison. Langer Abschlag und Jürcha Kamenz ist da. Zwickau Schlussmann ebenfalls Ersatzmann, denn die Sachsen auch mit 2 Corona-Fällen gebeutelt. Stammtorhüter und Kapitän Brinkies und Verteidiger Frick heute nicht dabei. Es ist ein munteres Spiel in der Karl-Benz-Arena, in der jetzt auch Zwickau versucht mitzumachen. Göbel mit dem Seitenwechsel. Kein Druck auf Horn und Russo. Puh, durchatmen bei den Blau-Schwarzen. Zwickaus erste Chance durch einen Mannheimer, Stefano Russo. Kurze Schütteln, ansonsten geht es eher in die andere Richtung. Dreh- und Angelpunkt wie eh und je. Marc Schnatterer, der Mann mit der Nummer 13, offensiv immer brandgefährlich, auch ohne Ball. Das Foulspiel von Rheinthaler mit Gelb bestraft. Das Team von Joey Enox hat wirklich Probleme. Der anstoßende Freistoß natürlich eine Sache des Ex-Heidenheimers. Kamenz ist wieder dran. Man merkt von den Corona-Umständen der Woche herzlich wenig. Waldhof das deutlich bessere Team und hungrig. Die Fans in bester Laune, das Einzige, was fehlt, ist das Tor. Aber sie peitschen ihre Männer weiter nach vorne. Wieder Schnatterer, Seegard, oh Mann! Zwickaus Trainer Joey Enox zittert, der Innenverteidiger Seegard mit dem Außenriss. Ganz artistisch, das hätte ein Tor verdient und die Führung wäre auch mehr als in Ordnung gewesen. Die Gäste in der Defensive planlos und viel zu zaghaft. Eine gute halbe Stunde gespielt und Mannheim ist nicht müde dieses Mal. Jürcha, starke Einzelaktion, so langsam muss das Tor aber auch mal fallen. Mittlerweile die gesamte Zwickauer Viererkette mit Gelb vorbelastet. Auch das beweist die Hilflosigkeit. Die knapp 6.500 Zuschauer sehen aber jetzt mal die erste Chance durch Hauptmann. Stark abgezogen, aber auch klasse gehalten von Bartels, der lange oben geblieben war. Auch deshalb geht es mit 0:0 in die Halbzeitpause. Viel zu wenig für Patrick Glöckner und Waldhof. Die zweite Hälfte mit fadem Beginn. Die erste Möglichkeit durch einen Freistoß für Zwickau. Göbel, das war noch nichts. Aber im Gegenzug kommt Mannheim. Wieder ist es Jürcha, der ganz stark das Laufduell gegen Rheinthaler gewinnt. Aber auch Kamenz, genauso stark, der Schlussmann. Klasse Partie von ihm. Mannheim, zwar das beste Heimteam der Liga, aber so langsam müssen sie den Druck noch erhöhen in dieser zweiten Hälfte. Wieder Schnatterer per Ecke und dann klasse Pfeilrückzieher. Wieder ist es Seegard, der Kapitän. Das dürfen wir einfach mal genießen. Nächste Situation, wieder Schnatterer per Freistoß. Er hat sich den Ball zurechtgelegt. Zwickau erst, Marco Höger, dann 1:0. Endlich die Erlösung für Mannheim. Das zweite Saisontor für Marco Höger. Das Ganze allerdings mit Mithilfe des Gegners. Starke köpft den Ball vor Höger. Der zimmert ihn dann in den Winkel. Keine Chance für Kamenz. Schöner Fakt, Mannheim hat bisher keines der letzten 25 Spiele verloren, in denen sie mit 1:0 in Führung gegangen sind. Doch wer Zwickau kennt, der weiß, sie können in den letzten Minuten noch mal draufpacken. Ein zweites Tor nachlegen für Mannheim wäre also nicht so schlecht. Schnatterer versucht's. Die Sachsen zuletzt vor 25 Jahren in Mannheim erfolgreich. Spielerisch geht hier auch heute bei den Gästen wenig. Trotzdem, den ein oder anderen Vorstoß gibt es. Und der kann sogar
gefährlich werden. Horn auf Dominik Baumann. 1:1 der Ausgleich. Zwickau ist wieder drin im Spiel. Dominik Baumann, Sommer unterschätzt den Ball. Seegard ist etwas zu weit weg. Keine Chance für Bartels im Tor. Eine Viertelstunde ist noch zu spielen. Es ist wieder alles offen. Wer hat jetzt nach der Corona-Woche noch mehr Kraft im Schlussspurt? Stefano Russo. Versucht's mal. Warum nicht? Carmens war aber wieder dran. Erstaunlicherweise scheint Mannheim noch mehr im Tank zu haben. Sie drängen jetzt auf den Siegtreffer. Es gibt einen neuen Anlauf. Erst durchs Zentrum und dann nach rechts raus auf Sommer. Zu weit rechts, kurzes Eck, aber wieder ist Carmens dazwischen. Es will einfach nicht klappen. Mannheims Trainer Patrick Löckner so langsam genervt. Doch die in Anführungsstrichen frischen Kräfte von Mannheim wollen mehr als ein Unentschieden. Mittelstürmer Dominik Martinovic ist einer davon. Kurz vor Schluss, Riesenchance. Aber es bleibt beim 1:1. Das war's, Schlusspfiff an Katrin Rose mit den Interviews. Es war keine einfache Situation für uns. Wir hatten nur einen Haufen von Spielern oder eine Handvoll von Spielern, die durchtrainiert haben. Sind jetzt nach und nach wieder mehr dazugekommen. Aber ich glaube, die Leistung heute sieht, dass wir sehr zusammengewachsen sind, dass hier ein funktionierendes Team vorzufinden ist. Weil sonst wäre diese Leistung nicht möglich gewesen. Man sieht ja unseren Stellenwert, den wir uns auch erarbeitet haben. Zwickau feiert hier einen Punkt, obwohl wir 2 Wochen Corona-Trouble hatten, wie 3. Das muss uns einfach weiter Selbstvertrauen geben, dass wir hier so ein gutes Spiel trotz der Umstände gemacht haben. Klar, es ist bitter, wir hätten gerne 3 Punkte hier geholt, gerade auch nach dem Spielverlauf. Ja gut, es war halt alles ein bisschen auch spontaner und auch in einer gewissen Weise musste jeder ein bisschen flexibler sein. Klar, wurde vieles angepasst, auch von den Trainings-Uhrzeiten. Muss man immer schauen, auch, dass wir alles auch gut im Griff haben. Aber wie gesagt, es waren nicht viele da in der Hochzeit, sage ich mal, als viele ausgefallen sind wegen Corona. Aber wir haben das Beste daraus gemacht und das ist immer das Wichtige, dass wir als Mannschaft trotzdem jedes Training annehmen und jede Situation versuchen, uns zu verbessern. Und natürlich sind wir dann auch mehr zusammengewachsen. Am Ende heißt es 1:1. Mannheim bleibt zum 6. Mal in Folge ungeschlagen. Unterm Strich nach den Chancen für Waldhof deutlich zu wenig. Auch wenn es eine harte Corona-Woche war.